Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, in diesem Video werden wir uns vier Beispiele anschauen, wo wir wirklich operieren in den Grundlagen der Differentialrechnung. Ja? Wir haben uns ja schon Ableitungsregeln angeschaut, wie wir insbesondere Polynomfunktionen ableiten und die werden wir jetzt in konkreten, einfachen, also grundlegenden Fragestellungen auch anwenden. Ja? Bei den Fragestellungen selbst müssen wir natürlich uns zurückerinnern an die Grundlagen der Algebra, also wie man Gleichungen löst und dergleichen. Das sehen wir jetzt aber alles in Aktion. Eine Vorbemerkung. Wir haben ja die Ableitungsfunktion oder die Ableitung eingeführt als die momentane Änderungsrate bzw. die momentane Steigung der Funktion bzw. die Steigung der Tangente an einer Stelle. Also die Ableitungsfunktion beschreibt uns die Steigung der Tangente an jedem Punkt, ja, oder an jedem variablen Wert. Sind lauter gleichbedeutende Begriffe für uns und weil wir die Tangente immer wieder mal brauchen, habe ich hier als kleinen Vorgeschmack die Tangentengleichung hingeschrieben, die man tatsächlich immer auf diese Art und Weise erhält. Ja. Das ist die Steigung an der Stelle a, also wenn ich die Tangente für die Funktion an der Stelle a haben will. Die Steigung ist die Ableitung an der Stelle a mal Klammer x minus a plus der Funktionswert an der Stelle a. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt kurz das Video pausieren und überlegen, warum genau diese Gleichung immer die Tangentengleichung gibt. Kurzer Hinweis noch, die Tangente ist eine lineare Funktion, also zumindest im Kontext der Funktionen, ist die Tangente eine lineare Funktion, die die Funktion genau an der Stelle berührt, ja, und die gleiche Steigung hat. Gut, also ich will kurz pausieren und überlegen, warum das die Tangentengleichung ist. So, ansonsten beginnen wir mit den Beispielen. Die erste Basisaufgabe, und das ist wirklich wirklich eine Basisaufgabe, bestimme die Steigung der Funktion f von x gleich minus x hoch 3 plus 5x Quadrat plus 3 an der Stelle 2. Ja? Also wir fragen nach der Steigung einer Funktion. Das heißt, um die Steigung zu bestimmen, brauche ich immer die Ableitung. Ja? Die kann ich natürlich mit den Ableitungsregeln, die wir schon kennen, ausrechnen. Das heißt, die Ableitungsfunktion f' von x bekomme ich durch Anwenden der Summen, der konstanten Faktorregel und der Potenzregel. Ja? Da steht ein Minus vor dem x hoch 3, ein Minus 1er. Ja. X hoch 3 abgeleitet ist 3 mal x Quadrat. Dann gehe ich weiter zum nächsten Summanden, weil wir dürfen ja die Summanden immer getrennt behandeln beim Ableiten. Da steht plus 5, also ein konstanter Faktor, mit dem passiert nichts, mal x hoch 2, ja, also mal den Variablenteil, den muss ich ableiten. Ableitung von x Quadrat ist 2 mal x hoch 1. Und 3 ist der konstante Term von dieser Funktion, der ist abgeleitet 0. Ja. Schreiben wir es nochmal schön auf. Ich habe also minus 3x² plus 10x. Gut, jetzt ist die Frage, wo hat die Funktion, oder bestimme die Steigung der Funktion an der Stelle 2? Das heißt, ich brauche den Funktionswert der Ableitung an der Stelle 2. Ja, das ist jetzt eine Einsatzübung im Prinzip. Minus 3 mal 2 Quadrat plus 10 mal 2 ist gleich minus, 2 Quadrat ist natürlich 4, also minus 12 plus 20 und minus 12 plus 20 ergibt 8, ja, oder 12 minus 20 minus 12. Das ist jetzt also die Steigung der Funktion an der Stelle 2. Und das schauen wir uns auch ganz kurz in GeoGebra an. Da sind wir auch schon in GeoGebra und sehen die Funktion f, die ich hier vorgegeben habe, also minus 3x, minus x hoch 3 plus, hoppla, ich habe mich vertippt, 5x² plus 3. Ja, das war genau unsere Funktion. Ich zoome noch ein bisschen raus, damit wir es besser erklären können. So, was war jetzt die Tangentengleichung? Die Tangentengleichung, die verwende ich ganz gern bei GeoGebra, weil ich kann sofort die Tangente eingeben. Ist f' von 2, wir wollten ja die Tangente an der Stelle 2 haben, f' von 2 mal Klammer x minus 2 plus f von 2. Ja, kann ich immer so eingeben
Und jetzt sehen wir das ein bisschen schlecht, weil das so eine steile Kurve ist. Deswegen skaliere ich die X-Achse noch ein bisschen. Aber wir können, glaube ich, ganz schön erkennen, oder zumindest erahnen, dass hier an der Stelle 2 diese Tangente. Also ich glaube, das kann man ganz gut erahnen, dass das tatsächlich eine Tangente ist an dieser Stelle. Ja, oder die Tangente an dieser Stelle. Gut, und damit gehen wir auch schon zum nächsten Beispiel. Ja. Und das nächste Beispiel, darum geht es darum, eine Stelle zu bestimmen, wo die Funktion f, gegeben durch die Gleichung der Rundung, die Steigung 2 hat. Ja, also das ist jetzt sowas wie eine Umkehraufgabe. Wir suchen eine Stelle mit einer bestimmten Steigung. Vorher haben wir die Steigung zu einer gegebenen Stelle gesucht. Und im Prinzip können wir aber gleich anfangen, indem wir die Ableitung berechnen. Wir wollen ja etwas über die Steigung herausfinden oder einen bestimmten Wert für x, an dem die Steigung einen Wert 2 hat. Ich brauche also wieder die Ableitungsfunktion. Das ist jetzt hier eine quadratische Funktion, x hoch 2 minus 4x plus 5. Ja, abgeleitet, x hoch 2 abgeleitet ist 2 mal x hoch 1. Minus 4 mal x abgeleitet ist minus 4 mal 1. Ja, also minus 4x ist eine rein lineare Funktion. Die hat überall die Steigung konstant minus 4 in dem Fall. Ja. Ist hoffentlich logisch. Und der konstante Term fällt natürlich beim Ableiten wieder weg, weil konstant heißt, es ändert sich nichts. Ja, also der Beitrag von der Ableitungsfunktion da hinten ist 0. So, wir hätten jetzt gerne die Stelle oder den Wert x, wo die Funktion die Steigung 2 hat, also wo die Ableitung den Funktionswert 2 hat. Und ich schreibe da so ein Rufzeichen über das ist gleich. Das nehme ich nur deshalb, damit man gut sieht, das ist eine Forderung. Ja? Diese Gleichung entsteht deshalb, weil ich etwas beantworten will. Ich hätte ganz gerne, dass die erste Ableitung den Wert 2 hat. Ja? Das ist meine Forderung. Gut. Was wir jetzt hier haben, ist eine Kindergartengleichung, eine lineare Gleichung. Die löse ich, indem ich zum Beispiel zuerst 4 addiere, also habe ich 2x ist gleich 2 plus 4 ist 6 und in weiterer Folge bei Division durch 2x ist gleich 3. Ja? Also, da wird jetzt behauptet, dass es die Stelle, wo die Funktion die Steigung 2 hat. Das können wir ganz kurz überprüfen. Ja. Und dazu habe ich auch die Funktion f schon hier gezeichnet. Wir holen uns wieder die Tangentengleichung über unsere Abkürzung. Das heißt, ich brauche f' an der Stelle 3. Ja, die Stelle 3 ist ja die, die wir gefunden haben. Und diese Tangentengleichung ist f' von 3 mal x minus 3 plus f von 3. Kann ich direkt so eingeben. Und ich bekomme wieder die Tangentengleichung oder die Tangente an der Stelle 3. Und da sehen wir auch, diese lineare Funktion, das kann man einfach ablesen, hat die Steigung 2 offensichtlich. Ja? Genauso wie wir es vorausgesetzt haben oder wie wir es gefordert haben. Ein Schritt nach rechts bedeutet zwei Schritte nach oben, Steigung 2. Gut, dann haben wir also auch eine weitere Aufgabenstellung schon beantwortet. Ja? Das war also ganz kurz, bei den Beispielen ganz kurz. Aufgabe 3. Und ich sage vielleicht ganz kurz, wenn es doch zu schnell war, bitte einfach zurückspulen zu Hause und nochmal nachschauen. Gut, wir haben jetzt schon ein bisschen eine schwierigere Frage, also sie schaut zumindest etwas schwieriger aus. Da steht, gibt die Gleichung jener Tangente von f von x gleich 0,5x² plus 2x plus 1 an, die parallel zur Geraden y gleich minus 2x plus 3 liegt. Ja. Und es ist auch gefragt, ist das eindeutig bestimmt? Ja, wir suchen also wieder eine Tangente. Das ist ja fast kein großer Unterschied zur Aufgabe zuvor. Da haben wir die Steigung der Tangente mit einem bestimmten Wert gesucht. Ja. Und eigentlich müssen wir das hier auch machen. Nur die Fragestellung ist natürlich tricky. Denn wir suchen Tangente, die parallel zur Geraden bla 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 ist. Ja. Jetzt hat diese Gerade natürlich ebenso eine Steigung, und zwar die Steigung minus 2.
minus 2. Die Tangente ist ja auch eine Gerade, wenn die also parallel sein soll zu dieser Geraden hier, hätte ich ganz gern, dass die Tangente an zur Stelle, die ich jetzt noch nicht kenne, minus 2 ist. Das ist quasi der erste Teil. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Dazu berechne ich mir wieder die Ableitungsfunktion. 0,5, damit passiert nichts, das ist ein konstanter Faktor vor dem variablen Teil. X² abgeleitet ist 2 mal x. 2 mal x abgeleitet ist 2 mal x hoch 0 oder 2 mal 1. Ja. 1 abgeleitet ist 0. Schön aufgeschrieben. 0,5 mal 2 ist natürlich 1, das heißt, ich habe hier stehen x plus 2. Gut. Ableitungsfunktion. Wo hat diese Ableitungsfunktion denn die Tangente, die Tangentensteigung minus 2? Das ist ja die Frage. Ja. Da setze ich also quasi wieder eine Forderung. Und diese Gleichung kann ich natürlich relativ simpel wieder lösen. Ich subtrahiere 2 auf beiden Seiten und erhalte x ist gleich minus 4. Ja. Das heißt, f hat an der Stelle x gleich minus 4 die Steigung minus 2. Und das ist eindeutig. Warum? Weil ich ja zur Beantwortung dieser Frage eine lineare Gleichung gelöst habe und eine lineare Gleichung hat genau eine Lösung. Ja. Das bei einer anderen Funktion könnte das vielleicht zu einer Gleichung führen, zu so einer ähnlichen Gleichung, die vielleicht mehr als eine Lösung hat. Das ist dann aber natürlich keine lineare Gleichung. Gut, also ich habe jetzt eine eindeutige Antwort, kann also auch eindeutig die Tangentengleichung bestimmen. Und ich mache das jetzt hier mal manuell. Ja. So, manuelle Bestimmung der Tangente in x gleich minus 4. Und manuell heißt jetzt hier, dass ich nicht die Formel von oben verwende. Die funktioniert natürlich auch. Ja. Funktioniert natürlich auch. Aber ich kann es auch so machen, dass ich sage, die Tangente hat die Gleichung, wo die Steigung, also die Tangente an der Stelle minus 4, ich schreibe das dann in den Index hinein, Tangente an der Stelle minus 4 hat als Steigung den Wert der Ableitungsfunktion an dieser Stelle, ja. Den muss ich mir natürlich berechnen. Ja, ich schreibe einfach mal ganz allgemein hin, lineare Funktion plus, also k mal x plus d, so bezeichnen wir es in der Schule in der Regel. Wobei wir natürlich wissen, eben die Steigung ist f' an der Stelle minus 4, also gleich minus 2. Das wissen wir schon. Ja. Gut, den Wert d müssen wir noch berechnen. Schreiben wir es aber rück nochmal auf, minus 2 mal x plus d. Und was hätten wir denn gerne sonst noch von der Tangente? Von der Tangente hätten wir ganz gerne, dass sie die Funktion f an der Stelle minus 4 berührt. Ja. Es muss gelten, f von, hoppla, ich schreibe es so hin, f von minus 4, ja. Das ist der Funktionswert an der Stelle minus 4, kann ich mir ausrechnen, 0,5 mal minus 4 Quadrat plus 2 mal minus 4 plus 1, ja. Minus 4 Quadrat ist 16, die Hälfte von 16 ist 8, plus 2 mal minus 4, also minus 8, ist 0 plus 1 ist 1, einfach ausgerechnet. Das ist der Funktionswert an der Stelle 1 und das soll gleich sein dem Tangentenwert an der Stelle minus 4. Und den Tangentenwert an der Stelle minus 4 muss ich berechnen können nach der Formel minus 2 mal minus 4 plus d. Ja, genauso wie da oben aufgeschrieben. So, und wenn wir da hinschauen, haben wir eine lineare Gleichung. Und die können wir natürlich lösen.
Ja, ist gar kein Problem. 1 ist gleich, ja, minus 2 mal minus 4 ist 8 plus d. Ja. Das heißt 1 minus 7 ist gleich d, minus 8 wollte ich natürlich sagen. Das ist das, also d. Und das macht diese Fragestellung auch komplexer, weil wir sehen, wir haben jetzt hier ein paar Teilschritte verwenden müssen. Und ich war auch so frech oder so frei und habe diesmal nicht die Formel für die Tangente verwendet, sondern wirklich mir das nochmal händisch überlegt, warum diese Tangentengleichung oder wie sie zustande kommt. Und jetzt haben wir die Tangentengleichung an der Stelle 4, für die Stelle 4 zur Funktion f natürlich gefunden. Minus 2 mal x minus 7. So. Machen wir wieder die Kontrolle mit GeoGebra. Und da haben wir auch schon unsere Funktion, also eine quadratische Funktion, sowie die Gerade minus 2x plus 3 gleich y. Ja. Und die Tangente, die wir gefunden haben, die hatte ja die Gleichung minus 2x minus 7. Ja. Tippe ich ein. Naja, offensichtlich muss die parallel sein zu dieser schwarz gegebenen Geraden. Ja. Und es schaut auch sehr gut aus, dass das die Tangente an der Stelle minus 4 ist. Ja. Es ist auch eine eindeutig bestimmte Tangente, die diese Eigenschaft hat. Ja. Wir hatten ja wieder nur eine lineare Gleichung zu lösen, haben wir gesagt. Und ich glaube, man kann sich auch optisch oder grafisch vorstellen, dass die Tangente an sonst keiner Stelle parallel ist zu dieser Geraden y gleich minus 2x plus 3. Ja. Gut, und wenn ich natürlich diese Formel für die Tangentengleichung anwende, muss auch, wenn man es ein bisschen umformt, minus 2x plus minus 2x minus 7 als Funktionsgleichung herauskommen. Ja, wer will, kann das gerne probieren. Gut. Wem das zu schnell war, bitte einfach dann zu Hause nochmal pausieren oder nochmal anschauen oder die Notizen durchlesen. Wir schauen jetzt weiter zu einem vierten Beispiel, einem vierten und letzten Beispiel. Und bei diesem letzten Beispiel, da geht es jetzt ein bisschen in den Anwendungsbereich. Ja. Das ist so wirklich der Bereich, der durchgekaut wird in der Schule, bis er zum Hals raushängt. Aber es ist natürlich ein wichtiger Schulstoff, wird auch in der Physik, im Physikunterricht gebraucht. Und ich verwende es auch hier. Wir beschauen uns die Höhe h von t eines nach oben geworfenen Körpers an. Ja. Und dieser Körper soll aus einer Anfangshöhe von 2 Metern geworfen werden. Und mit anfänglicher Geschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde. Ja, einfach zum Beispiel ein senkrecht nach oben geworfener Golfball. Und 2 Meter, das ist ungefähr die Höhe, wenn man den Arm ausstreckt, als erwachsene Person, so ungefähr. Ja. Gut. T ist die Zeit nach dem Abwurf in Sekunden und die Gleichung schaut so aus. Ja. Ich schreibe dir auch wirklich nochmal auf. H von T ist gleich minus 5 mal t Quadrat plus 20t plus 2. Ja. Das schaut im Prinzip immer so aus. Hier habe ich minus die halbe schwere Beschleunigung. Die schwere Beschleunigung ist 10 Meter pro Sekunde hoch 2. Ja. Also ein auf der Erde oder in Erdnähe fallen gelassener Körper wird pro Sekunde um 10 Meter pro Sekunde schneller. Und das ist die Hälfte davon. Und das Minus brauche ich, weil das Ganze nach unten zeigt, ja, also die Beschleunigung geht nach unten und unsere Koordinatenrichtung, die Höhe, zeigt aber positiv nach oben. 20 ist hier die Startgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Nachdem ich nach oben werfe, bekommt das ein positives Vorzeichen. Ja, ich schreibe das auch hier dazu. Das ist die halbe Erdbeschleunigung oder schwere Beschleunigung. Das ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 und das ist die Höhe zum Zeitpunkt 0. Das sind die drei Konstanten, die ich da kennen muss. Ja. Und auch hier kann ich natürlich eine Ableitung finden. Und diese Ableitung entspricht dann der Geschwindigkeit. Weil die Geschwindigkeit ist ja die Änderungsrate der zurückgelegten Strecke. In dem Fall ist es eine Fallstrecke. Gut. Wenn ich das ableite, wieder nach den Ableitungsregeln, minus 5 mal t
t² abgeleitet nach der Variablen t ist 2 mal t. Und 20 mal t abgeleitet ist 20. Ja, wenn man es ein bisschen schöner aufschreibt, minus 10t plus 20. Als Kommentar die Ableitung, die zeitliche Ableitung von der Geschwindigkeit ist dann minus 10. Ja. Und das ist die schwere Beschleunigung g. Ja. In Metern pro Sekunde hoch 2 oder Meter pro Sekunde pro Sekunde. Und offenbar ist also die Ableitung der Geschwindigkeit die Beschleunigung. Warum? Die Beschleunigung ist die Rate, mit der sich die Geschwindigkeit ändert. Das kommt immer wieder, wenn das jetzt zu schnell war. Ja, das kommt immer wieder im Unterricht vor. Also das ist eh nur ein Kommentar. Unsere Aufgabe ist jetzt zu bestimmen, wann hat der Körper seine größte Höhe erreicht. Ja, und wir überlegen uns das, der Körper, wenn da der Boden ist, wird abgeworfen, fliegt nach oben, dreht dann irgendwann wieder um und fällt dann nach unten. Das Interessante ist jetzt diese Funktionsgleichung, die weiß natürlich nichts davon, dass da der Boden ist. Ja. Das ist einfach nur das Niveau 0 und theoretisch könnte der Ball ja auch in die negativen Koordinaten runterfallen. Das ist mathematisch nichts Widersprüchliches. Ja. Das heißt, der einzige Zeitpunkt, wo dieser Körper wirklich die Geschwindigkeit 0 hat, ist dort am Apex, ja, am höchsten Punkt. Und wie gesagt, vom Aufschlag kriegt das Ganze nichts mit. Also die mathematische Funktion. So, das heißt, wir wissen, am höchsten Punkt hat die Geschwindigkeit den Wert 0. Ja. Einfach durch logisches Nachdenken haben wir das letzten Endes bestimmt. Wir schauen uns also an, welchen Wert t, also welchen Wert für die Zeit, brauche ich, damit v von t gleich 0 ist. Ja? Und das setze ich jetzt einfach gleich der Funktionsgleichung von der Geschwindigkeit, also Ableitung von der Höhenfunktion. Und das ist wirklich eine einfache Gleichung. Ja? 10t gleich 20, wenn ich 10t, minus 10t von der rechten Seite wegbringen will, addiere ich 10t, dividiere durch 10, habe ich t gleich 2 Sekunden. Gut, das ist schon die Beantwortung der ersten Frage. Ne? Wann hat der Körper seine größte Höhe erreicht? Und jetzt wollen wir noch herausfinden, in welcher Höhe die Höhe nach 2 Sekunden ist der Wert der Funktion h an der Stelle 2. Also ich setze ein, minus 5 mal 2² plus 20 mal 2 plus 2 ist gleich, ja, und jetzt ausrechnen, minus 5 mal 4 ist minus 20 plus 20 mal 2, also schreiben wir gleich plus 40 plus 2. Minus 20 plus 40 ist 20 plus 2 ist gleich 22 Meter Höhe. Ja. Gut, und das war es auch schon. Solche Aufgaben, die sind nicht für die Matura relevant, da kommt eigentlich immer was. Und auch im Rahmen der Mitarbeit und der Schularbeiten ist das in der 11. Schulstufe natürlich ein nicht zu unterschätzendes Thema. Das war's für dieses Video. Ich wünsche viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.